Hallo Leute, hier auf dem Kanal Adler Mannheim Fanblog. Wie ihr wisst, war das letzte Spiel in der Champions League nicht so toll, da leider viele Corona-Ausfälle gab. Und da gab es zu viele Corona-Ausfälle. Und da haben wir leider 10 zu 1 verloren. Und ja, das war natürlich blöd. Und ja, ich habe den Artikel noch. Kurz Moment. Ah, lesen wir erstmal. Heute geht's ja gegen die Eisbären Berlin. Dann lesen wir mal, was sich getan hat bis jetzt und was sich nicht bis jetzt getan hat, was sich noch tun wird. Performance-Check. Die Adler Mannheim haben bereits Mitte September in Berlin gastiert und bei den Berlin Eisbären mit 13 gewonnen. In unserem Performance-Check schauen wir, was sich in der Zwischenzeit bei den Hauptstädten, die in der Deutschland-Cup-Pause Paragatomi nach Straubing abgegeben und dafür Marco Basler geholt haben, getan hat. Vom 19. Gegentor kassierten die Eisbären in den 4 Partien vor der Deutschland-Cup-Pause. Definitiv zu viele für eine Spitzenmannschaft. Dass bei derart viel Gegentoren nur 4 Zählern raussprangen, ist ebenfalls nicht verwunderlich. Und genügt den eigenen Ansprüchen des amtierenden Meisters eben zu wenig. Augen auf, 4 Tore, 5 Vorlagen und alle allein aus den vergangenen 5 Partien. Ben Bang hat sich zu einer wertvollen Stütze des Benjamins-Angriffs entwickelt. Der 26-jährige 6-Runden-Auftrieb-Pick von 2013 der Pittsburgh Penguins überzeugt bei seiner ersten Europastation. Aber nicht nur durch Punkte, sondern auch durch eine clevere Spielweise. Topformer. Die Tendenz zeigt auch in seinem dritten Jahr bei den Eisbären Berlin weiter nach oben. Leo Pferdl gilt als eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Was 54 Treffer in der Karriere, einmal 104 Partie unterstreichen. Dem 28-jährigen Nationalspieler, der mit bislang 116 Schüssen fleißigster Schütze des Teams ist, sollte man daher keinen Raum und keine Zeit im Angriffsdrittel geben. Regelverse. Die Spezialteams können in Union nicht überzeugen. 16 13,13% Powerplay und 76,19% Unterzahl bedeuten ligaweit nur hinter Mittelfeld. Dazu geben sich die Eisbären weiterhin schwach. 4 Siege stehen 6 Niederlagen in der Mercedes-Benz-Arena gegenüber. Faustpfand, die Eisbären schießen viel und sie treffen gut. Mit 66 Treffern aus 19 Partien ist der aktuelle Rangvierte zusammen mit den Adlern das offensichtlich stärkste Team der Liga. Dazu haben sich die Verteidiger Kai Wiesmann und Eigengewächs Jonas Müller zu verlässlichen Säulen der Defensive entwickelt. Rückblick. Beim 13:0 Erfolg der Adler ließ sich das Ergebnis klarer, als das Spiel war.
was auch das Schussverhältnis von 39 zu 25 zugunsten der Eisbären belegt. Ja. Soll ich dazu noch sagen? Die Eisbären, die sind im Moment sehr, sehr stark, waren sehr, sehr stark. Und wir sind sehr geschwächt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nochmal einen auf den Sack bekommen. Ja. Die Adler Mannheimer, die haben in der Champions League, sagen wir es mal so, nicht so gut gespielt. Na gut, kann man auch verstehen, denn es haben viele Spieler gefehlt, wie Plachter, Wolkenmuth. Wer hat noch gefehlt? Kann man gerne nachschauen. Jetzt haben gefehlt Sinan Akhtar, Marek Kartic, Jordan Schwartz, Nicolas Krämer, Matthias Plachter, Jason Bast, Justin Ischakow, Andrew Desjardins, David Wolf. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Spieler, die nicht zur Verfügung standen. 9 Spieler sind an Covid-19 erkrankt. Und das ist schon heftig für ein Team, wo gerade in der Form ist, zu gewinnen, das ist schon bitter für uns. Vielleicht ist Ischakow heute fit, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ein oder andere Spieler heute fit. Aber gute Nachricht ist, leichte Verläufe, wo mit einer Erkältung mal mit Covid-19 Erkrankte ist nur leichte Verläufe. Hoffen wir mal, dass Adler Mannheim heute die Eisbären im Schacht hält und daraus unsere Nutzen ziehen, um zu gewinnen. Wenn nicht, wer dabei sein kann, ist Arno Tiefensee, Dennis Entras, Florian Minisch, Felix Brückmann, Kobinian Holzer, Jonas Lettori, Ilari Mellert, Dennis Reul, Thomas Larkin, Moritz Wirth, Akaduish Ciampo, Phil Preto, Nickel Dorfs, Leitsche Dorfs, Mensch, Markus Eisenschmidt, Lukas Tosto, Leon Bergmann, Tim Wolkenmuth, Valentino Klos, Borna Rendulic, Florian Elias, Ralf Roninger und Simon Thiel. Vielleicht sind die dabei, vielleicht ist der Wolkenmuth heute dabei und Leon Bergmann. Da haben wir schon mal auf der Außen schon mal gute Spieler. Weil Leon Bergmann, von dem hat man in
Deutschland Cup, wie das heißt, hat Leon Bergmann schon gute Szene gehabt. Und Eisenschmied war ja bei der Champions League dabei. Bei dem geht's weiter. Also der ist auf jeden Fall fit. Der Eisenschmied. Ja. Bei Dennis Reul, der ist auch erst zurückgekehrt. Dem geht's auch gut. Ja. So. Spielst du mal bei Eisberg Berlin mal rein? Eisberg Berlin. Berlin. Gucken wir mal. Was die zu bieten haben. News. Genau. Wir machen immer der Mannheimer, die machen immer so News über die Gegner. Ich bin mal gespannt, ob es die Eisbahn Berlin News machen bei uns. Genau, Deutschland Cup hat das gehießen. Letzter Auftritt von der Deutschland Cup Pause. Ja, so hat das gehießen, genau. Kann am Suchen. Top-Spielauftakt. Kommen bei den zwei. Die Eisbären Berlin können Föln schöpfen. Das Morgan Elise von der Verteidiger fit. Kai Wiesmann, Frank Hörtler, Erik Mieck, Paul Reiner, Jonas Müller, Kobian Geipel,
Simon Despres, Nicolas Jensen, Marc Zingerle, Manuel Widerer, Giovanni Fiore, Blaine Barron, Kevin Clark, Yannick Weilux, Marco Basler, Franz Nielsen, Bennett Rosmi, Sebastian Streu, Zach Boyschuk, Marcel Neubitz, Leonard Förder, Matt Weid. Bei Torwart Matthias Niederberger, Tobias Antika, Leon Hungerecker. Ja, in der ersten Finale top fit. Ja. Ja, so sieht die Tabelle aus. Warum ich halt richtig mache? Ich lese es am besten vor. Erster ist also Mannheim. Zweiter ist Wolfsburg. Dritter Eisbären Berlin. Vierter EHC Red Bull München. Dann kommen die Kölner Haie. Ich habe nur die Top 5 vorgelesen. Ja, Leute. Also Mannheim. Tut mir leid. Also Mannheim wird das schon machen. Also so viel Vertrauen habe ich in den Jungs drin. Das wird schon das eine oder andere klappen. Und wie es in Magenta Sports erwähnt wird, Eisbär Berlin 8-mal Meister und Adler Mannheim 7-mal Meister. Das stimmt nicht ganz, denn Adler Mannheim ist 8-mal Meister. Nicht 7-mal. In der DEL. Die neu gegründete DEL, Penny DEL. Bei denen sind wir 7-mal Meister, wir haben schon vorher schon einen Titel geholt gehabt. Aber dass er nicht mitgezählt wird, das ist auch nicht schön. Wenn man so vergleicht man so. Zum Beispiel bei den Fußballmannschaften. Da sind die vor der Gründung der Bundesliga auch Meister und wurde trotzdem mitgezählt. Und da frage ich mich, warum das bei
bei Penitier nicht mitgezählt wird, die Meisterschaften. Wenn ihr das wisst und warum das halt mitgezählt wird, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich würde mich über jede Antwort freuen. Jede Frage, jede Antwort freuen, wenn ihr wisst, warum DEL die 8. Meisterschaft nicht anerkannt ist. Warum das die nicht anerkannt wird. Weil Alter, man haben bisher 8-mal Meister und kein 7-mal. Letztes Mal Meister wurden sie 2019. Wenn ihr das wisst, warum, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Mal, kann man gucken. ...1980 war das letzte Mal, das erste Mal. So, 1980 einmal, 1997 zweimal, 1998 dreimal, 1999 viermal. 2001 viermal. 2007 fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Deutscher Pokalsieger zweimal. Da frage ich mich, warum 1980 das halt mitgerechnet wird. Das frage ich mich. Wenn ihr das wisst, schreibt mir es in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren, warum das halt nicht gezählt wird. So Leute, danke fürs Zuschauen und danke für alles, euer Arthur Mannheim Fanblog. Ciao.